Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu unserer Veranstaltung am heutigen Abend im Institut für Zeitgeschichte begrüßen. Sowohl hier im Raum als auch, wie man früher sagte, daheim an den Bildschirmen. Und wir freuen uns, dass Martin Schulze-Wessel heute zu uns gekommen ist, um über uns zu sprechen. Wer hier in München lebt und hier in München studiert, kennt Martin Schulze-Wessel und diejenigen, die sich für die Geschichte Osteuropas interessieren, die kennen ihn ohnehin aus vielfältigen Kontexten. Ich will aber kurz vorführen, beschreiben, wie sein wissenschaftlicher Lebenslauf ist und was es an wichtigen Publikationen gibt. Und eine hat auch tatsächlich schon mit dem heutigen Abend zu tun. Martin Schulze-Wessel ist seit dem Sommersemester 2003 Professor für Geschichte Osteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität, also in diesem Jahr schon 20 Jahre. Das ist an sich schon eine bemerkenswerte Leistung. Er hat das Studium der neueren und osteuropäischen Geschichte in München, in Moskau und in Berlin absolviert, 1994 promoviert mit einer Arbeit über Russlands Blick auf Preußen, die polnische Frage in der Diplomatie und politischen Öffentlichkeit des Zarenreiches und des Sowjetstaates von 1697 bis 1947, also eine sehr langblickende Studie, die 1995 erschienen ist. Er wurde 2001 habilitiert mit einer Arbeit zum Thema Revolution und religiöser Dissens, der römisch-katholische und der russisch-orthodoxe Klerus als Träger religiösen Wandels in den böhmischen Ländern und in Russland 1848 bis 1922. Die Habilitation ist 2011 beim Collegium Carolinum hier in München erschienen, das Martin Schulze-Wessel auch leitet. Er war neben vielen anderen öffentlichen Aufgaben, unter anderem von 2012 bis 2016, Vorsitzender des Verbandes der Historikerinnen und Historiker in Deutschland, eine sehr wichtige Funktion innerhalb der, wenn man so will, Selbstverwaltungsinstitutionen der deutschen Historikerschaft, die eine sehr wichtige öffentliche Rolle spielt, um Geschichte, Geschichtswissenschaft öffentlich hörbar zu machen. Er hat im Zeitraum dieser Leitungsfunktion im Verband auch eine Initiative zur Gründung der deutsch-ukrainischen Historikerkommission ins Leben gerufen. Die deutsch-russische Kommission gibt es schon etwas länger, die hat auch ein bisschen was mit dem IFZ zu tun. Und er ist seit dieser Initiative 2015 deren Vorsitzender, er ist auch Mitglied der deutsch-tschechischen und der deutsch-slowakischen Historikerkommission. Er war neben vielen anderen Ehrungen, unter anderem 2021, 2022, Visiting Fellow am St. Anthony's College in Oxford. Von den jüngeren Publikationen, die Sie vermutlich kennen, die bekannteste aus den jüngsten Jahren, sein Buch zum Prager Frühling, das 2018 zum ersten Mal erschienen ist und jetzt im Druck, können Sie schon bestellen, beim Beck Verlag, soll im Mai, wenn ich es richtig März. verstehe, im März schon erscheinen. Unter dem Titel Der Fluch des Imperiums, die Ukraine und der Irrweg in der russischen Geschichte. Also in 6 bis 8 Wochen können Sie dieses Buch von Martin Schulze-Wessel, wo er gerade die Druckfahnen korrigiert, lesen. Die Forschungsfelder haben Sie schon aus den Titeln der Bücher, der Dissertation, der Habilitation entnommen. Es ist vielfach Religionsgeschichte Ost- und Ostmitteleuropas, die Geschichte der Imperien in Osteuropa, Historiografie und Geschichtsdenken in Russland, die Geschichte des ostmitteleuropäischen Raumes allgemein. Und aus diesem großen Kontext wird Martin Schulze-Wessel heute Abend zu uns sprechen zum Thema Religion in Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert mit der Frage Vehikel oder Hemmnis der Demokratie. Und mit dieser Frage übergebe ich Ihnen das Wort. Ja. Vielen Dank, lieber Herr Prechtgen, meine Damen und Herren hier in Präsenz und auch an den Bildschirmen. Ich freue mich, Ihnen einen Vortrag halten zu können über dieses Thema Religion und Demokratie in Ostmitteleuropa und dann auch danach in eine Diskussion mit Ihnen zu treten. Das Thema ist mir, wie Herr Prechtgen erwähnt hat, tatsächlich durch Forschungen lange bekannt. Ich habe versucht, bis jetzt aber auch, weil es die Themenstellung so breit ist, es nochmal neu anzupacken und entschuldige mich damit auch für einen gewissen Eklektizismus bei der Schwerpunktbildung.
Ein so breites Thema wie das hier angekündigte kann man nicht systematisch abhandeln, sondern nur in bestimmten Schwerpunkten. Und worüber ich dann nicht gesprochen habe, können wir hinterher diskutieren. Ich spreche wahrscheinlich einen Konsens bei Ihnen an, wenn ich sage, um die Demokratie in Ostmitteleuropa steht es nicht gut. Und wenn man genau hinschaut, dann steht es auch um die Religion gar nicht mehr so gut, wie es in Polen jedenfalls lange gestanden hat. Also es gibt auch im Bereich von Religion durchaus Krisenerscheinungen. Und man müsste sehr genau hinschauen und auch erst einmal definieren, was eigentlich Religion ist, um zu einer genauen Zustandsbeschreibung zu kommen. Also ist Religion einfach das Bekenntnis zu ihr, wenn man in einer Straßenumfrage danach gefragt wird? Oder verlangt Religion tatsächlich die Partizipation an bestimmten Riten? Wenn man Religion im engeren Sinne fasst, also nicht als ein bloßes Lippenbekenntnis, dann sieht man Säkularisierungstendenzen in Ostmitteleuropa durchaus. Und wenn wir einfach mit diesen beiden oberflächlichen Betrachtungen beginnen, dann kann man jedenfalls sagen, Religion und Demokratie verhalten sich nicht wie kommunizierende Röhren. Es ist jetzt nicht so, dass es der Demokratie schlecht geht, weil es der Religion gut ginge, und es ist auch nicht umgekehrt, sondern beide sind in einer kritischen Situation. Und wenn man noch genauer hinschauen würde, müsste man zwischen den Ländern differenzieren. Ich rede über Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Man müsste differenzieren in beiderlei Hinsicht. Also die Situation der Demokratie ist keineswegs überall schlecht. In Tschechien sind die Präsidentenwahlen am vergangenen Wochenende gar nicht so schlecht ausgegangen. Wenn man auf der Seite der liberalen Demokratie steht, kann man das sagen. Und umgekehrt gibt es, wenn man den Vergleich meinetwegen zwischen Tschechien und Polen sieht, natürlich auch erhebliche Unterschiede in Bezug auf die religiöse Lage. Also das gesamte Vergleichsset ist ausgesprochen komplex. Man kann jetzt auch keine sozusagen empiriefreien Überlegungen anstellen über Religion und Demokratie, die weit führen würden. Selbstverständlich wird diese Frage auch theoretisch diskutiert. Und die beiden Pole der Diskussion sind, dass Religion der Demokratie nutzt grundsätzlich, weil Religion Gemeinschaften erzeugt. Also schon im gemeinsamen Ritual, beispielsweise in der Kommunion, sind sie in einer Gemeinschaft. Und Gemeinschaftsbildung ist die Voraussetzung für Demokratie. Umgekehrt könnte man jetzt genauso wieder vorempirisch sagen, dass Religion bestimmte Ansprüche hat, die absolut gesetzt werden. Also Religion verlangt von den Gläubigen bestimmte Dinge, und sie verlangt auch davon abgeleitet dann eben von den sozialen Zusammenhängen, in denen die Gläubigen leben, bestimmte Dinge. Das ist also eine religiöse Prägung des Staates oder der Gesellschaft, in dem man lebt. Und diese Anforderungen können jedenfalls absolut gesetzt werden. Also wenn man davon ausgeht, dass Religion mit Wahrheit verknüpft ist, mit dem Begriff der Wahrheit, ist es ganz schwer zu argumentieren, dass diese Forderungen verhandelbar sind. Wenn Religion den Anspruch erhebt, und das tun jedenfalls viele Religionen, eben die Welt zu prägen, dann ergibt sich daraus eine gewisse Aporie für eine demokratisch verfasste Gesellschaft, da die per Mehrheitsentscheid ja andere Entscheidungen treffen kann, als es der jeweiligen Religionsgemeinschaft passt. Und dann stellt sich für die Religionsgemeinschaft die Frage, ob sie
sich dennoch zur Demokratie bekennt oder ob sie mit dem System hadert, vielleicht sogar das System bekämpft, um ihre essentiellen Forderungen durchzusetzen, die Forderungen, die durch den Staat, durch die Politik verwirklicht werden sollen. Meinetwegen Sonntagsruhe, um ein ganz simples Beispiel zu nennen, aber auch Abtreibungsrecht wäre so etwas. Diese Fragen haben für die deutsche Geschichte eine besondere Rolle gespielt. Also wenn Sie sich mit der Geschichte des Ermächtigungsgesetzes beschäftigen und da speziell mit der Rolle, die das Zentrum gespielt hat, dann werden Sie darauf stoßen, dass eben diese essentiellen Forderungen, die von der Kirche gestellt wurden, in einem konflikthaften Verhältnis standen zu den Systemerfordernissen von Demokratie. Mit anderen Worten noch mal kurz zusammengefasst, es gibt keine vorempirische Klärung des Verhältnisses von Demokratie und Religion. Religion kann der Demokratie nutzen oder man kann Religion als eine notwendige Bedingung von Demokratie beschreiben und gleichzeitig ist jedenfalls in einer fundamentalen oder gar fundamentalistischen Ausprägung von Religion auch ein Problem für Demokratie zu erkennen. Wenn wir jetzt, wie gesagt, schlaglichtartige Blicke werfen auf Ostmitteleuropa, dann ist es aus meiner Sicht reizvoll, mit der Figur von Viktor Orban zu beginnen. Viktor Orban ist sicherlich die Verkörperung der Krise der Demokratie, auch der Krise Europas. Und bemerkenswert erscheint es mir jetzt in unserem Diskussionskontext darauf hinzuweisen, dass Orban zum Calvinismus konvertiert ist. Das war in einer Zeit, als er bereits Politiker oder politisch denkender Mensch war und ist sicherlich nicht losgelöst von politischem Kontext zu bewerten. Von einer katholischen Position aus ist das so kritisiert worden, dass er mit dem Bekenntnis zum Calvinismus gleichzeitig natürlich ein Bekenntnis gegen den Katholizismus ablegt und damit auch gegen die historisch mit dem Katholizismus verknüpfte Habsburger Monarchie und damit, so die katholische Interpretation, auch ein Bekenntnis gegen Europa letztlich, was in der Migrationsfrage möglicherweise eine Rolle gespielt hat. Das ist eine polemische Äußerung, natürlich jetzt nicht der katholischen Kirche, sondern die Äußerung eines katholischen Publizisten und Klerikers, eine Äußerung, die wir etwas breiter einordnen müssen, um sie zu verstehen und auch um sie zu relativieren. Also was bedeutet Calvinismus eigentlich in der ungarischen Geschichte? In der Geschichte der ungarischen Unabhängigkeitskämpfe gegen das Habsburger Reich sind Calvinisten sehr stark vertreten, auch Lutheraner, aber eben in besonderer Weise Calvinisten und der Calvinismus. Das hat zum Teil sehr kontingente Gründe. Wie Sie vielleicht wissen, ist das Königreich Ungarn im 16. Jahrhundert geteilt worden, wobei ein Drittel des früheren Königreiches unter dem Namen Fürstentum Siebenbürgen zum Vasallenstaat des Osmanischen Reiches wurde. Das hatte zur Folge, dass die Gegenreformation hier nicht stattfand, also dieser Teil von Ungarn wurde nicht wieder katholisch. Das heißt, lutherische und calvinistische Kirchen, Schulen und Hochschulen durften sich hier weiterentwickeln. Die Stadt Debrecen wurde in dieser Zeit zum calvinistischen Rom, also mit eindrucksvollen Gebäuden. Und das Fürstentum repräsentierte eine politische Alternative zum habsburgischen Teil Ungarn, wo die Osmanen und auch zu dem Rumpfkönigreich Ungarn, wo die Osmanen direkt herrschten. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde so Siebenbürgen zum Zentrum für die ungarische Unabhängigkeitsbewegung.
In den Freiheitskämpfen dieser Epoche spielten Calvinisten eine bedeutende Rolle, etwa im sogenannten Rákóczi-Aufstand Anfang des 18. Jahrhunderts, der zwar von einem Katholiken geführt wurde, eben von Rákosi, aber 9/10 seiner Soldaten waren Calvinisten. Das führte jetzt zu Spannungen zwischen den katholischen Adligen und den calvinistischen Soldaten. Aber in der historischen Erinnerung in Ungarn ist eben geblieben, dass Calvinisten für die Freiheit und die Unabhängigkeit kämpften. Diese Linie kann man fortziehen ins 19. Jahrhundert, bis hin zu Lajos Kossuth, also einer der zentralen Figuren der Revolution von 1848. Er war zwar auch kein Calvinist, sondern Lutheraner, aber die großen und symbolischen Ereignisse der Revolution fanden in Debrecen, also dem Rom sozusagen der Calvinisten, statt. In der calvinistischen Kirche von Debrecen wurde die ungarische Unabhängigkeit ausgerufen am 14. April 1849 und hier tagte auch das ungarische Parlament. Also Debrecen hatte die nötige Infrastruktur, um die Revolution, die ja von österreichischen und dann auch russischen Truppen bedroht wurde, um die Revolution hier zu inszenieren und durchzuführen. Es gibt eine dritte Figur, die jetzt mit dem christlichen Nationalismus verbunden ist und der Unabhängigkeit, der Idee ungarischer Unabhängigkeit. Und das ist der Reichsverweser Miklós Horthy. Er ist eigentlich der erste Calvinist in dieser Rolle. Und für Orbán sicherlich nicht wegen seines Calvinismus interessant, sondern weil er einen Status quo ante repräsentiert, also das alte Ungarn vor der Revolution von 1918 repräsentiert, vor Trianon, vor der Zerschlagung des großen Zusammenhangs des Königreichs Ungarn, also die gute Richtung der ungarischen Geschichte. Das alles erklärt, weshalb eben nicht die Mehrheitskonfession oder nicht nur die Mehrheitskonfession der römisch-katholischen Kirche, sondern auch der Calvinismus in der nationalen und politischen Identität Ungarns so eine herausragende Rolle spielt. Das Bekenntnis von Orbán zum Calvinismus ist also eine Spielart des nationalen Bekenntnisses. Und ich würde es schon als bemerkenswert ansehen, dass er eben nicht die römisch-katholische Spielart wählt. Und darin kann man durchaus im Sinne der am Anfang zitierten Polemik von katholischer Seite eine gewisse Separiertheit gegenüber katholischem Universalismus oder eben auch diesem europäisch gedachten Kontext des Habsburgerreiches sehen. Also eine Spielart nationaler Identifikation, die irgendwie separat ist, ungeachtet der Tatsache, dass Calvinismus natürlich auch eine Ethik hat, die mit universellen Wirkungen. Es gibt nun einen zweiten bedeutenden Politiker Ostmitteleuropas, der ebenfalls zur reformierten Kirche übergetreten ist, aber sehr viel früher, und zwar 1880. Es handelt sich um Thomas Masaryk. Thomas Masaryk war in dieser Zeit ein Wissenschaftler. Thomas Masaryk ist Professor für Soziologie an der Universität in Wien gewesen. Er war ein bedeutender Geschichtsdenker, gebürtig aus Mähren. Und er wurde im Jahr 1918 der erste Präsident der Tschechoslowakei. Aber das war seine zweite Karriere. Die erste Karriere war tatsächlich die des philosophisch denkenden Soziologen, der
damals bedeutendes Buch über den Selbstmord, das Phänomen des Selbstmordes geschrieben hat und sich sonst sehr stark mit Geschichtsphilosophie beschäftigte und dabei aus der Nationalgeschichte der böhmischen Länder oder der Tschechen schöpfte. Diese Geschichtsphilosophie war historiografisch vorgeprägt durch František Palacký, also den großen Historiker der böhmischen Länder, der eine Geschichte der Tschechen erzählt hat, die einen Gipfelpunkt in der Geschichte der Hussiten, also im Mittelalter in der Geschichte des Hussitismus hatte. Sie kennen in groben Zügen wahrscheinlich die Geschichte von Jan Hus, der eine eigene Kirchenlehre geprägt hat, der Reformationsgedanken gehabt hat, der die Kirchensprache in der Volkssprache propagiert hat und insofern tatsächlich ein Vorgänger von Luther ist, der bemerkenswerterweise in der deutschen Luther-Historiografie aber nicht als ein wirklicher Vorgänger dargestellt wird, sondern als ein Phänomen, das eigentlich noch nicht zur Geschichte der Reformation dazugehört. Das Einzige, was Hus und Luther trennt, ist die Erfindung der Druckerpresse. Also die Wirkung von Luther war sehr viel größer, weil er eben über Druckerpresse verfügte. Aber das gesamte Programm liegt eigentlich bei Jan Hus vor. Insofern kann man es gut verstehen, eben dass aus einer tschechischen Perspektive, wie František Palacký sie eingenommen hat, Hus und der Hussitismus eben der Gipfelpunkt der tschechischen Geschichte war. Und da knüpft jetzt Thomas Masaryk an, indem er diesem Hussitismus auch bestimmte Prinzipien zuschreibt, die dann demokratietheoretisch wichtig werden. Das ist die Partizipation der Laien. Also der Hussitismus führt den Laienkelch ein und löst damit die Kirche aus der Dominanz des Klerus auf symbolische Art und Weise. Die Volkssprache, die Tatsache, dass Predigt so eine große Rolle bei Hus spielt, aber auch dann bei seinen Nachfolgern nach seiner Verbrennung 1415 auf dem Konstanzer Konzil. Und ganz wichtig, der Protest gegen die Obrigkeit. Also Hus, der mittelalterliche Hus, ist ein gläubiger Mensch gewesen. In der Rezeption des 19. Jahrhunderts und auch speziell in der Rezeption von Thomas Masaryk wird er zu einer Figur, die selbst denkt und die gegen den Stachel löckt, gegen die Obrigkeit. Und dieser Protest gegen die Kirche lässt sich dann sehr schnell übertragen auf den Protest gegen die Habsburger Monarchie. Und damit wird Jan Hus eine wichtige Figur und eine nützliche Figur für die tschechische Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts, die von Thomas Masaryk auch wesentliche Impulse erfährt. Mit der Gründung der Tschechoslowakei 1918 entsteht jetzt eine Situation, die keineswegs eine Stunde Null ist. Also man kann nicht sagen, dass Nationalstaat und Demokratie jetzt aus dem Nichts geschaffen worden wären 1918. Selbstverständlich hatte die Habsburger Monarchie viele demokratische Elemente. Es gab auch eine Ordnung, also eine polyethnische Ordnung der Habsburger Monarchie, die es erlaubte, in nationalen Einheiten politisch tätig zu sein, in gewissem Maße jedenfalls. Die Tschechoslowakische Republik hat das zu Ende geführt, sozusagen, was mit der Habsburger Monarchie im Ansatz vorhanden war. Sie hat durchgreifend demokratisiert, Wahlrecht beispielsweise auch für Frauen eingeführt und das Wahlrecht auf allen Ebenen egalisiert. Für
Thomas Masaryk, der eben mit einem bestimmten philosophischen Programm erster Staatspräsident der Tschechoslowakei wurde, stellte sich natürlich die Frage, wie bringt man Demokratie und diese philosophisch geschöpfte Staatsidee jetzt eigentlich zusammen. Also er war ein Staatsgründer in einem ganz grundsätzlichen Sinne. Ohne ihn hätte es den Staat nicht gegeben. Er war der erste Präsident. Er hatte eine unglaubliche Autorität. Ein französischer Historiker hat von der Tschechoslowakei als der Diktatur des Respektes gesprochen, die durch Thomas Masaryk ausgeübt wurde. Und es hätte jetzt durchaus nahegelegen, die religiösen Verhältnisse im Sinne des philosophischen Programms von Thomas Masaryk zu ordnen. Und dafür gab es auch eine neue Kirche, die sich anbot als Kirche der tschechoslowakischen Demokratie, als Kirche im Sinne von Thomas Masaryk. Das war die 1920 gegründete tschechoslowakische Kirche, die sich ausdrücklich auf die tschechische Reformation berief, die ein egalisierendes und demokratisches Programm hatte und den Zölibat für Priester abschaffte. Also das war neben der politischen und philosophischen Programmatik und auch teilweise theologischen Programmatik gleich der entscheidende Punkt für das Zustandekommen dieser neuen Kirche, die sich als Schisma aus der römisch-katholischen löste. Thomas Masaryk hat sich nicht für die Unterstützung dieser Kirche ausgesprochen, worauf die tschechoslowakische Kirche sehr hoffte. Diese neue Kirche hat keine herausragende Bedeutung, etwa bei Staatsfeierlichkeiten bekommen. Und so hat sie 1 Million Gläubige erreicht, aber sie wurde eben nicht zu der Staatskirche, die sie gehofft hatte zu werden, etwa vergleichbar mit der anglikanischen Kirche. Das passierte nicht, sondern die Idee, die Thomas Masaryk verfolgte und natürlich nicht nur er, sondern eine breite politische Klasse, war, freie Kirchen in einem freien Staat zu schaffen, also religiöse Gleichberechtigung für die staatlich anerkannten Kirchen. Es wurde jetzt auch nicht jede religiöse Gruppierung anerkannt, aber man ging damit sehr weit und schuf damit einen Staat, der tatsächlich religiöse Freiheit in einem hohen Maße verwirklichte. Dieser Staat war immer noch, wie die Habsburger Monarchie, überwiegend römisch-katholisch. Also auch in der Masaryk-Republik waren es anfangs 90%, später weniger römisch-katholische, die, und da muss ich jetzt meine Bemerkungen vom Anfang aufgreifen, nicht alle praktizierende Katholiken waren. Also es gab gar nicht so wenige, die der Staatsidee, der eigentlich antiklerikalen, antikatholischen Staatsidee von Thomas Masaryk anhingen, die aber selbst Katholiken waren. Und das berühmteste Beispiel dafür war sein Außenminister Eduard Benesch, der dann auch 1935 sein Nachfolger als Staatspräsident wurde. Mit der katholischen Kirche war die tschechoslowakische Demokratie mehr als einmal auf dem Kriegsfuß. Also die weiter bestehenden Ansprüche der katholischen Kirche mussten zurückgeschraubt werden. Und umgekehrt wehrte sich die katholische Kirche auch gegen symbolische Akte, wie beispielsweise den Sturz der Mariensäule auf dem Altstädter Ring in Prag. Die Säule ist vor gar nicht so langer Zeit dann wieder errichtet worden. Und aus diesem Konflikt heraus hat sich Mitte der 20er Jahre ein Modus vivendi ergeben als Modus vivendi zwischen Prag und dem Heiligen Stuhl, also auf einer diplomatischen Ebene, aber auch als Modus vivendi zwischen katholischen Gläubigen und der tschechoslowakischen Staatsidee.
die tschechische katholische Partei, die gab es, also die Lidová strana, die Volkspartei, wurde zu einer der wesentlichen Trägerinnen der tschechoslowakischen Demokratie. Und das gilt auch für die sudetendeutsche christlich-soziale Partei, vorübergehend jedenfalls. Also man könnte sagen, eine gelungene Geschichte. Die tschechoslowakische Demokratie ist jedenfalls nicht an innertschechischen konfessionellen Gegensätzen zerbrochen, obwohl es diese Gegensätze am Anfang gab, sondern sie ist zerbrochen an der Außenpolitik NS-Deutschlands. Es gab aber eine zweite Hypothek, und das war das tschechoslowakische Verhältnis, also tschechoslowakische Verhältnis. Und das hatte jetzt erheblich mit religiösen Prägungen zu tun. In der Slowakei gab es einen starken Autonomismus, eine starke Abneigung gegen Tschechoslowakismus, wie es hieß, womit ein tschechoslowakischer Zentralstaat oder eine tschechoslowakische Zentralstaatlichkeit gemeint war. Für diese Position ist die Slowakische Volkspartei charakteristisch oder tragend, und die wesentliche Figur ist da Josef Tiso, 1887 geboren und 1947 gestorben, und zwar nachdem er als Flüchtling in Altötting, und jetzt, hier kommt jetzt die religiöse Prägung dann eben schon ins Spiel, also in Altötting von US-Einheiten aufgefunden wurde, ist er in Bratislava durch den Strang hingerichtet worden. Das ist die dramatische, tragische Geschichte einer Biografie, die ganz anders angefangen hatte. Also Josef Tiso war geboren in der nördlichen Slowakei, hatte sich für den Weg als Priester entschieden, besuchte das Priesterseminar in Nitra, wurde von dort als einziger Absolvent zum Studium der Theologie nach Wien geschickt, in das Passmanianum, studierte dort, verfolgte dort Bibelstudien, Kirchengeschichte, Recht, Philosophie, Pädagogik, studierte Hebräisch, Aramäisch und Arabisch und natürlich die päpstlichen Enzyklien, wie das 1893 vom Papst Leo XIII. Veröffentlichte Rerum Novarum, also die Sozialenzyklika, die wesentlich auch von dem Professor, bei dem Tiso hörte, dem Professor für Moraltheologie Franz Martin Schindler, mitgeprägt wurde. Er war auch einer der Theoretiker der österreichischen christlich-sozialen Partei, also einer Partei, aus der dann auch oder mit der Tissos spätere eigene Partei eng verwandt war. Die grundlegende Idee war, dass der moderne Staat der christlichen Soziallehre entsprechen sollte, dass dies am besten durch einen katholischen Korporatismus gelingen könnte. Korporatismus ist jetzt ein Begriff, den man sehr weit ausdehnen kann. Es gibt einen liberalen liberalen Korporatismus und einen dogmatischen, hierarchischen Korporatismus. Der katholische Korporatismus war sicherlich nicht liberal geöffnet, aber in ihm waren jetzt zweifellos auch nicht die dezidiert antiliberalen und faschistischen Elemente vorgeprägt, die zu denen es dann kommen sollte. Seit 1925 wirkte Tiso als Abgeordneter der Slowakischen Volkspartei, was damals für katholische Priester, was Tiso zu diesem Zeitpunkt war, nicht ungewöhnlich war. Also viele katholische Priester der Zwischenkriegszeit, gerade in der Tschechoslowakei, begaben sich in die Politik und wurden Abgeordnete.
Und in dieser Funktion verfolgte er, wie so viele andere auch, eben das Ziel der slowakischen Autonomie und wandte sich gegen einen Tschechoslowakismus zentralstaatlicher Art. Das bedeutete aber nicht eine Feindschaft gegen die Tschechoslowakei. Also ich finde es ganz bemerkenswert, dass sich 1935 Tiso für Beneš als Staatspräsidenten ausgesprochen hatte. Und Beneš ist sicherlich wie kaum ein anderer eine Verkörperung eben dieses Tschechoslowakismus gewesen. Parteipolitisch stieg Tiso bis Ende der 20er Jahre zum de facto Parteiführer hinter Andrej Hlinka auf, zum wesentlichen Ideologen, der sich weiter eng an die katholische Soziallehre hielt und 1931 eben die Enzyklika Patragesimo Anno auslegte, die zum 40. Jahrestag von Rerum Novarum vom Papst Pius XI. Erlassen worden war. Dies war noch einmal eine Bestätigung der Idee vom katholischen Ständestaat, von der katholischen Soziallehre. Die Wendung jetzt in der Biografie von Tiso und damit auch von dem slowakischen Anteil an der tschechoslowakischen Demokratie kommt in den Jahren 1938-39 erringt Tiso den Parteivorsitz und im März 1939 kommt es dann zu der erzwungenen, wie man betonen muss, erzwungenen Unabhängigkeitserklärung der Slowakei. Diese entsprechenden Gespräche wurden zwischen Hitler, Ribbentrop und Tiso geführt. Tiso hat sehr lange versucht, eben diese Form der Unabhängigkeit jedenfalls zu vermeiden. Hitler hat aber auf brutale Art und Weise deutlich gemacht, dass wenn die Slowakei sich nicht unabhängig erklären würde, sie eben mit einer Aufteilung durch verschiedene Staaten rechnen müsste. So entstand der slowakische Staat, wie gesagt, nicht als Ziel der Politik Tisos und seiner Partei, sondern als Ergebnis einer Machtpolitik Hitler-Deutschlands. Dieser slowakische Staat wird generell als klerikalfaschistisch beschrieben. Und darüber wird natürlich auch gestritten. Also kann man diesen Staat, wie er sich dann mit seiner Ideologie entwickelte, kann man ihn tatsächlich als christlich beschreiben? Hat er sich nicht tatsächlich weit entfernt von Vorstellungen, die man irgendwie als christlich konnotieren könnte? Dieser Einwand, wie er von Tatjana Tönsmeier formuliert worden ist, ist im Prinzip richtig. Aber es gibt eben, was ich jetzt doch betonen möchte, Brücken zwischen diesem katholischen Staat und dem faschistischen Staat, zu dem er dann wurde. Und ich beziehe mich jetzt in den folgenden Ausführungen auf einen Aufsatz, den Miloslav Szabo, ein slowakischer Historiker, verfasst hat und der in einem Handbuch der slowakischen Religions- und Kirchengeschichte erscheinen wird, den das Collegium Carolinum in diesem Jahr oder spätestens im kommenden Jahr herausgibt. Der erste Schritt ist dabei, dass sich dieser neue Staat als christlich im Sinne von katholisch und protestantisch verstand und sich dabei von Anfang an gegen kleinere Religionsgemeinschaften, also sogenannte Sekten, wandte. Das war ein Schritt weg von dem tschechoslowakischen Religionsverständnis. Und man schloss in diese Sekten dann gleich auch die tschechoslowakische Kirche ein, die sich selbst eben nicht als Religionsgemeinschaft, sondern als Kirche verstand und die in der Slowakei tatsächlich sehr klein war, aber in der Tschechoslowakei eben doch viele Anhänger hatte.
dass man dieses Selbstverständnis, das religiöse Selbstverständnis der Slowakei auf ein katholisch-protestantisches verengte, ging auf katholische Initiative zurück. Der Priester und Publizist William Ries forderte, ich zitiere jetzt, die katholische und die evangelische Bevölkerung vor der Wühlarbeit verschiedener Sektierer, meist sogenannter Adventisten und Baptisten und Neutäufer, zu schützen und für eine radikale Ordnung zu sorgen. Und dieses Plädoyer wurde dann fast 1:1 in eine Verordnung des slowakischen Innenministeriums vom September 1939 umgesetzt. Die Protestanten schlossen sich dem auf verhaltene Weise an. Also man hört Lobeshymnen auf Hitler, von dem sie sich Schutz erhofften. Man hört gleichzeitig die Sorge über die Gleichsetzung vom christlichen Charakter und katholischer Identität. Bis 1944 wurden aber die Protestanten in dem slowakischen Staat nicht verfolgt. 1944 hatten sie aber einen erheblichen Anteil an dem slowakischen Nationalaufstand im Osten der Slowakei und da änderte sich dann dies. Aus der Sicht von Tiso war mit diesem eigenständigen Staat ein großer Triumph gelungen, also so zögerlich Tiso sich gegenüber Hitler gegeben hatte bei der erzwungenen Gründung. Und ich zitiere jetzt einen Artikel, den Tiso, ein Zitat von Tiso, das aus einem Interview mit einer rechtskatholischen Zeitschrift aus Österreich kommt, mit dem schönen Titel Schönere Zukunft. In diesem Interview sagt Tiso, die Interessen der katholischen Kirche sind völlig gesichert. Wir leben heute eine große katholische Wiedergeburt in diesem Lande. In allen Schulen haben wir Kruzifixe anbringen lassen. Der Religionsunterricht ist Pflichtfach geworden. Die Soldaten müssen den sonntäglichen Gottesdienst besuchen. Zur Förderung der Sonntagsheiligung haben wir Geschäftsschließungsordnungen eingeführt. Ich glaube, dass nirgends im Westen oder Osten, wo eine katholische Nation wohnt, das katholische Leben sich so frei und allseitig entwickeln kann wie bei uns. Wir sind und bleiben, was wir immer waren, christlich und slowakisch, weil das allein uns wirklich verbindet und tatsächlich die einzige feste Grundlage unseres Gemeinschaftslebens ist. Deprimierend ist dieses Zitat in vielerlei Hinsicht. Einmal wegen der Wendung, eben wegen des Opportunismus, der da aus diesem Zitat spricht, und zum anderen auch, weil Tiso Katholizität oder katholische Errungenschaften an Zugeständnissen des Staates festmacht, nicht? Also die Geschäftsschließungsordnung ist ein großer Erfolg sozusagen des katholischen Staates. Das hat mit Religion natürlich essentiell ganz, ganz wenig zu tun. In dieser Zeitschrift Schönere Zukunft äußert er nach wie vor aber auch, bekennt er sich nach wie vor auch zum katholischen Korporatismus und zu den entsprechenden päpstlichen Enzykliken. Er wollte zu diesem Zeitpunkt eine Verfassungsreform auf den Weg bringen, die einen dritten Weg zwischen Liberalismus und Sozialismus bahnen sollte. Ab Herbst 1940 allerdings sprach Tiso nicht mehr von Enzykliken und löste die religiöse Semantik durch eine völkische ab. Ein Beispiel dafür jetzt auch, ein Zitat von ihm aus dem Herbst 1940. Das Wasser der nationalsozialistischen Einigung ist ein solches, das von den alten Internationalisten, den Judeo-Bolschewisten und Marxisten, dass diese reinigt. Ja? Also eine Wendung, die deutlich zeigt, gegen Internationalismus, Judeo-Bolschewismus und Marxismus,
dass es letztlich um eine Wendung gegen Juden ging. Dies hier ist ein Bekenntnis zum Antisemitismus. Und der Krieg NS-Deutschlands wurde in diesem Sinne dann eben auch als ein Krieg gegen Kapitalismus und Bolschewismus begrüßt. Kapitalismus und Bolschewismus zusammengedacht ist ja immer eine Chiffre, dass es gegen Judentum gehen sollte. Insofern sieht man hier eine Abkehr von christlicher Soziallehre hin zu Nationalsozialismus, aber man sieht in den einzelnen Schritten eben auch den Übergang, der vom Katholizismus zum Nationalsozialismus in diesem spezifischen Fall hinführt. In Polen, großer Sprung, haben wir jetzt einen ganz anderen Fall. Also wenn man die Frage stellt, in welchem Land sind eigentlich Demokratie und Katholizismus in einem förderlichen Verhältnis, dann würde einem Polen, dann würde einem Johannes Paul II., die Solidarność-Bewegung und auch die Religiosität von Wałęsa als erstes einfallen. Tatsächlich hat die Kirche Demokratie erkämpft. Der Besuch von Johannes Paul II. In Polen 1979 hat eine immense Wirkung gehabt, die überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Tatsächlich ist es aber, versteht man das Verhältnis von katholischer Kirche und Religion in Polen nur unzureichend, wenn man es jetzt als in dem Sinne versteht, dass das einfach die katholische Kirche die Demokratie erkämpft hätte. Vielmehr gibt es zwischen katholischer Kirche und Kommunisten eine Konkurrenz um die Nation. Also es gibt die direkte Konfrontation zwischen Kirche und Partei. Es gibt Kirchenverfolgung in den 60er, 70er Jahren. Aber es gibt daneben eben auch die Konkurrenz gegenüber einem Dritten, die Konkurrenz gegenüber der Nation. Und die Konkurrenz gegenüber einem Dritten ist ja immer die Konkurrenz um eine Prämie, die ein Schiedsrichter verteilt. Also so kann man das Verhältnis zwischen Kirche und Kommunisten eben auch verstehen. Und dabei hat sich die katholische Kirche durchgesetzt. Sie hat sich durchgesetzt, indem sie eine bestimmte Lesart von polnischer Identität verbindlich machen konnte. Und das war die Lesart, dass wir die Katholiken und die polnischen Patrioten sind und sie, also die anderen, sind die Kommunisten, die Atheisten und die Heimatverräter. Die Kommunisten hätten gerne eine Identifikation durchgesetzt, die genau umgekehrt war. Die Katholiken waren erfolgreich. Das ist eigentlich die wesentliche Geschichte, nicht der direkte Konflikt, sondern die Konkurrenz. In der Solidarność-Zeit spielte jetzt die katholische Kirche eine vermittelnde Rolle in Polen. Also am 13.12. appelliert nach der Verhängung des polnischen Kriegsrechts, appellierte der polnische Primas Klemp, jegliches Blutvergießen zu vermeiden. Und 5 Tage später, am 18.12.1981, bat Johannes Paul II. Jaruzelski, die Gewalt einzustellen. Beide hatten damit keine Wirkung und diese Aggressivität des Regimes von Jaruzelski zeigte sich dann eben auch gegen die katholische Kirche. Und hier lebte dann noch einmal der direkte Konflikt zwischen Kirche und Kommunisten auf. Seit 1984 ging der Staat aggressiv gegen den katholischen Klerus und die katholische Kirche vor und nahm damit eine alte Politik der 50er und 60er Jahre wieder auf. Im Oktober 1984 wurde der Priester Jerzy Popiełuszko bei Thorn entführt und dann ermordet von polnischen Sicherheitskräften,
Popiuszko war dafür bekannt, dass er ein entschiedener Oppositioneller gegen die kommunistische Macht war. In den Wahlen vom Juni 1989 unterstützte die Kirche die Opposition, obwohl der Sejm, der eben vor dem Juni 1989 noch kommunistisch beherrscht war, der katholischen Kirche weit entgegengekommen war. Und zwar mit Zugeständnissen, die eben für staatliches Agieren gegenüber Religionsgemeinschaften typisch ist, also die sofortige Wiedereinführung von Religionsunterricht in den Schulen, dann die Trennung von Staat und Kirche zurückzunehmen. Es gab vieles, was die Kommunisten der katholischen Kirche angeboten haben, aber die katholische Kirche war in dieser Situation ebenso klug, auf diese Angebote nicht einzugehen und die Opposition zu unterstützen. Die interessante Frage ist jetzt natürlich, was wurde eigentlich aus der katholischen Kirche, aus dem Verhältnis zwischen Katholizismus und polnischer Demokratie nach 1989? Die katholische Kirche hatte ungeheures Kapital aufgehäuft als Anwalt der Demokratie am Ende, als Sprecherin der polnischen Nation. Und insofern ist es kaum verwunderlich, dass jetzt die sozialistische Semantik, die bis 1989 den öffentlichen Diskurs geprägt hatte, durch eine katholische Semantik abgelöst wurde. Und von liberalen Geistern wie Miłosz wurde das relativ früh schon kritisiert. Katholische Befürchtungen vor Liberalisierung, vor der Sogwirkung der Transformation führte dann zu einem öffentlichen Agieren, das durchaus schwierig war für die polnische Demokratie. Ich nenne da an erster Stelle diesen Sender Radio Maria, der nicht von der katholischen Kirche eingerichtet wurde, sondern von einem katholischen Akteur, von einem katholischen Priester, sich dann aber eben mit einem Programm an eine weite Hörerschaft wandte. Also kaum ein Sender hatte mehr Hörer als Radio Maria. Der höchst bedenklich war für demokratische Kultur in Polen, weil er Xenophobie schürte, weil er Antisemitismus unterstützte und in keiner Weise jetzt demokratische Ideen förderte. Dieser Sender ist von der Europäischen Union, von der Europäischen Kommission sogar gerügt worden als eine Hypothek für die polnische Demokratie. Die katholische Kirche in Polen hat daraufhin betont, dass es sich eben nicht um einen katholischen Sender handelte, aber unterbunden wurde seine Tätigkeit eben auch nicht. Das kann man vielleicht einordnen als ein Nebenphänomen, wobei man eben die große Reichweite dieses Phänomens sehen muss, die Reichweite, die der Sender vor allen Dingen in ländlichen Gebieten hatte, überwiegend auf nicht gebildete Schichten. Und vieles von der politischen Kultur, die wir heute erleben, ist sicherlich von Radio Maria mitgeprägt. Nicht alleine davon geprägt, aber mitgeprägt. Ein zweiter Punkt, und damit möchte ich dann auch schließen, ist ein Brief, den Johannes Paul II. 1935 in der führenden katholischen Zeitung veröffentlichte, in der er vor den Versuchungen des Liberalismus warnte und auch davor warnte, dass man gegen einen sogenannten Klerikalismus kämpfen würde. Damit war, also für sich genommen, ist das eine nicht gravierende und überhaupt nicht polemisch vorgenommene Äußerung gewesen.
Aber es war eben die Äußerung aus dem Mund von Johannes Paul II. Zweifellos hat diese Äußerung oder höchstwahrscheinlich hat diese Äußerung sehr stark dazu beigetragen, dass Priester sich in der polnischen Demokratie eben nicht in demselben Maße als Anwälte der Demokratie und der Republik begriffen haben, wie das in der Volksrepublik Polen in der sozialistischen Zeit der Fall war. Und damit, und darin würde ich eine viel größere Wirkung als jetzt in Radio Maria sehen, hat eine Neutralisierung stattgefunden des Katholizismus oder von wesentlichen Trägern des Katholizismus. Und es ist damit eine Welle, jedenfalls vorübergehend versiegt, die für die Verteidigung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Polen heute dringend erforderlich wäre. Danke für die Aufmerksamkeit.